So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderbaren Tischläufer zu Teil Nummer 2. Wir fangen heute fleißig mit Zählen an, aber zuerst machen wir unseren Rand, das heißt zwei Luftmaschen für die Höhe und Wenden. Hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, ein offenes und ein geschlossenes, also auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, das ist der erste Abteil mit Stäbchen auf Stäbchen. Jetzt kommen die zwei Luftmaschen für das offene. Und jetzt das zweite Abteil mit Stäbchen auf Stäbchen. Und damit ist unser Rand auch schon fertig. Jetzt kommen 10 offene. Also, wir müssen jetzt mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Na, bleib hier. So, jetzt kommen zwei geschlossene, das heißt, dieses und auch dieses wird umhäkelt. So, geschlossenes 1 und geschlossenes Nummer 2. So, ein offenes, also hier wieder Stäbchen auf Stäbchen. Zwei geschlossene, also die beiden wieder umhäkeln. Einmal. Und die zwei. So, jetzt 14 offene. Eins. Ist denn heute nur los? Jetzt aber. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn und die
14. So, jetzt kommen zwei geschlossene, also die beiden werden umhäkelt. Geschlossenes 1 und hier kommt geschlossenes Nummer 2. Ein offenes. Zwei geschlossene. Eins. Und die zwei. So, jetzt wieder 14 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13 und die 14. So, zwei geschlossene. Also das jetzt umhäkeln. Geschlossenes 1 und hier jetzt geschlossenes Nummer 2. Ein offenes. Zwei geschlossene. Geschlossenes 1, 2, 10 offene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10, ein geschlossenes, ein offenes und jetzt wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und damit ist der Rand fertig. Und wir starten gleich in Reihe 9, 10 und 11. Das heißt, ich häkel mit euch Reihe 9 zusammen. Die 10 und die 11 gehen genauso wie Reihe 9. So, wir beginnen mit unserem Rand. Also erst einmal auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, nachdem wir zwei Luftmaschen für die Höhe gemacht haben.
Ein offenes. Hier wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Neun offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht und die neun. So, jetzt kommen sieben geschlossene. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis hierher alles Stäbchen. Also, das erste jetzt umhäkeln. Und das Stäbchen auf das Stäbchen. So, hier die beiden jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das war geschlossenes 1 von der Vorreihe. Und geschlossenes 2 von der Vorreihe. So, hier umhäkeln. Da sind wir jetzt schon bei geschlossenen Nummer 4 aktuelle Reihe. Hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1. 2, 3, das war die 5 aktuelle Reihe, 1, 2, 3, geschlossenes Nummer 6 und das hier jetzt noch einmal umhäkeln für geschlossenes Nummer 7. Zwölf offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. So, jetzt wieder 7 geschlossene. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also Nummer 1 wird umhäkelt. Hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1, 2, 3, geschlossenes Nummer 2. 1, 2, 3, geschlossenes, na, da war ich nicht richtig drin, jetzt aber, geschlossenes Nummer 3, da
das hier umhäkeln. Für geschlossenes Nummer 4. Und hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1, 2, 3 geschlossenes, 5, 1, 2, 3 geschlossenes, Nummer 6. Und hier jetzt wieder einmal umhäkeln für geschlossenes Nummer 7. So, jetzt noch einmal 12 offene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. So, jetzt wieder 7 geschlossene. Also das hier umhäkeln. Geschlossenes 1. Hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1, 2, 3 geschlossenes, 2, 1, 2, 3 geschlossenes, Nummer 3. Das hier umhäkeln für geschlossenes Nummer 4. Und jetzt wieder 1, 2, 3 geschlossenes, 5, 1, 2, 3 geschlossenes, 6 und noch ein letztes Mal umhäkeln. Und dann haben wir die Reihe schon fast geschafft. Jetzt kommen noch 9 offene. 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen tiefen Krummler gerade gehört habt. Das war's, Miezekatzi. 8 und die 9. So, hier jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1 offenes.
und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ja, und damit sind wir mit Reihe Nummer 9 schon durch. Reihe 10 und Reihe 11 machen wir ganz genauso wie Reihe Nummer 9. Das heißt, ihr wiederholt jetzt bitte zwei Reihen lang das, was wir hier gerade gemacht haben. Und wenn ihr dann soweit seid, sehen wir uns dann wieder. So, meine Lieben, wenn wir dann endlich Reihe 11 abgeschlossen haben, sieht das Ganze dann so aus. So liegt es jetzt gerade vor uns. Also wie ihr seht, so langsam nimmt es Formen an, aber ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Wir haben ja jetzt wirklich schon einiges gemacht. Das nächste Mal geht's dann in Reihe 12 weiter und da haben wir auch wieder ganz viel zu zählen und ganz, ganz viel Spaß. Okay, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, das würde mich mega freuen. Ansonsten mache ich jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Mal.